Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Wanner Friedensforschungsinstituts. Mein Name ist Josef Müller und heute darf ich euch einen ganz besonderen Gast vorstellen, nämlich Professor Markus Wissen. Markus Wissen ist Professor für Gesellschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt sozialökologische Transformationsprozesse an der HWR Berlin. Er lehrte und forschte an verschiedenen Forschungsinstitutionen und Universitäten, zuletzt am Institut für Politikwissenschaften an der Uni Wien. Wissen ist darüber hinaus auch Mitglied der Bruckler-Redaktion, also einer politisch-wissenschaftlichen Zeitschrift. Und zusammen mit Professor Ulrich Brandt veröffentlichte er ein Spiegel-Bestsellerbuch, das auch in mehreren Sprachen veröffentlicht wurde. Ja, Herr Wissen, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich freue mich schon auf dieses Interview. Ja, vielen Dank. Genau. Gehen wir zunächst ins Biografische und zwar mich würde interessieren, was hat Sie persönlich bewegt zu studieren und hatten Sie akademische Vorbilder? Ja, also die ursprünglichen Motivationen sind nicht die, die ich dann beibehalten habe, sondern es hat sich da im Laufe der Zeit sehr stark geändert. Ich hatte studiert mit dem Interesse, Journalist zu werden, aber habe mich dann im Zuge meines Studiums zunehmend mit Fragen von Internationalismus beschäftigt. Ich hatte mich auch schon vorher damit beschäftigt. Ich hatte so eine sehr katholische Sozialisation, aber durch die Befreiungstheologie, die in den 80er Jahren sehr stark war, auch eine linkskatholische Sozialisation, in der Fragen von Nord-Süd, des Nord-Süd-Verhältnisses und von Imperialismus eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Das habe ich dann im Rahmen des Studiums weiterverfolgt, habe dann auch in entsprechenden Zusammenhängen politisch gearbeitet und das war zunächst im Arbeitsausschuss Dritte Welt der Arbeitsgemeinschaft katholischer Hochschulgemeinden und später dann in der BUKO, der Bundeskoordination Internationalismus, wo Uli Brandt und ich uns dann auch kennengelernt haben. Wir haben 1998 zusammen den Arbeitsschwerpunkt Weltwirtschaft in der BUKO gegründet und dort viele Jahre zusammen gearbeitet. Und aus dieser Zeit stammt eine Freundschaft, eine enge Freundschaft und eine sehr enge auch akademische Zusammenarbeit. Ja, meine akademischen Vorbilder, ja, das hat sich dann auch so im Laufe des Studiums herausgebildet. Ich habe begonnen in Mainz an der Johannes-Gutenberg-Universität zu studieren und bin dann nach dem dritten Semester nach Berlin gegangen, ans Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der FU Berlin. Das war 1988 und 1988 fand dann just auch gerade die Jahrestagung von IWF und Weltbank in Berlin statt. Zu einer Zeit, wo die Politisierung der Verschuldungskrise der Entwicklungsländer ihrem Höhepunkt zustrebte und natürlich dann in Berlin sehr stark thematisiert wurde. Wir haben dazu politisch gearbeitet, es gab Veranstaltungen an der Universität, gerade auch am Otto-Suhr-Institut. Elmar Altvater war natürlich damals sehr, sehr wichtig als jemand, der theoretisch zur Verschuldungskrise gearbeitet hat. Das war einfach ein ganz starkes Thema im Institutsalltag und dieser Gipfel von IWF und Weltbank prägte dann mein erstes Semester an der FU Berlin, hat mich dann auch darüber hinaus geprägt. Bei Elmar Altvater habe ich dann viel studiert, Seminare belegt und dann später bei Wolf-Dieter Narr, bei dem ich dann auch meine Diplomarbeit geschrieben habe und bei dem ich promoviert habe. Jemand, der mich auch sehr stark beeinflusst hat, nicht zuletzt wegen seines emphatischen Demokratiebegriffs, seiner Vorstellung von radikaler Demokratie und seiner Herrschaftskritik, von der ich sehr viel gelernt habe, während ich von Elmar Altvater sehr viel in politökonomischen Fragen gelernt habe und dann auch zu Marx gekommen bin, den ich dann im Laufe meines Studiums gar nicht so sehr in universitären Veranstaltungen, als vielmehr in selbstorganisierten Veranstaltungen am Institut für Soziologie der FU Berlin studiert habe. Ja, das ist erstmal so die Phase des Studiums. Ich könnte jetzt noch weiter erzählen, aber ich mache jetzt erstmal auf die nächste Frage und kann dann gerne noch weiter erzählen über den beruflichen Werdegang nach dem Studium. Ja, genau. Bleiben wir auch bei dem Biografischen ein wenig. Und zwar, wie ist es dazu gekommen, dass ihr auf das Buch gekommen seid, Imperiale Lebensweise? Bevor wir auf den inhaltlichen Part eingehen, eben was ist imperial an dieser Lebensweise, möchte ich halt wissen, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Ja, ich habe von 2008 bis 2012 in Wien gearbeitet, am Institut für Politikwissenschaft mit Uli zusammen und das fiel in die Phase der großen Wirtschafts- und Finanzkrise.
Wir haben diese Krise beobachtet, das hat uns natürlich interessiert, weil wir einen politökonomischen Zugang zu Politikwissenschaft haben. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie kommt es eigentlich, dass in dieser Krise sich so wenig von links tut? Jetzt haben wir hier eine Krise, die wird verglichen mit der großen Depression von 1929, also eine der größten Krisen, die die kapitalistische Produktionsweise je erlebt hat. Und trotzdem tut sich von links, von der emanzipatorischen Seite sehr wenig. Was ist der Grund dafür? Und unsere Annahme ist, das liegt eben auch an den stabilisierenden Wirkungen einer Lebensweise, die imperial ist, imperial in dem Sinne, als dass sie ihre Kosten, die sozial-ökologischen Kosten, die sie systematisch produziert, in Raum und Zeit auslagert. Also dass diejenigen, die von den angenehmen Seiten dieser Lebensweise profitieren, eben nicht die Kosten zu tragen haben. Um das jetzt mal sehr verkürzt darzustellen, das ist natürlich differenzierter, aber da kommen wir vielleicht dann noch drauf zu sprechen. Das war für uns einer der Anstöße, dieses Konzept zu entwickeln und dann erstmal in verschiedenen Aufsätzen zu entfalten und dann eben das Buch Imperiale Lebensweise zu schreiben. Der Begriff stammt ursprünglich von Uli, ihm ist der eingefallen. Uli hat, was Begriffe angeht, immer so ein Gespür. Und wir haben es dann aber zusammen ausgearbeitet in verschiedensten Aufsätzen und in dem Buch letztendlich. Ja, also die Überlegung war, es gibt da so Elemente, stabilisierende Elemente in der Lebensweise, die es auch den Subalternen im globalen Norden helfen, einigermaßen, natürlich mit vielen Verwerfungen, das wollen wir gar nicht bestreiten, über auch Krisensituationen hinwegzukommen. Und diese Elemente sind imperial, weil sie eben Kosten auch anderen aufbürden. Das ist kein... Da drin steckt jetzt kein moralischer Vorwurf. Das ist etwas, was uns immer wieder auch vorgehalten wird in der Kritik an unserem Konzept. Aber da kommen wir dann vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ja, genau. Es ist ja ein sehr vielschichtiger Begriff. Mit Leo Gabriel nennen wir es auch Strukturkategorie. Und die hat ja viele Dimensionen. Und wir haben ja jetzt eine genannt, Sie haben jetzt vorhin eine genannt, nämlich diese angenehme Seite. Also sprich, auch Uli redet immer davon, dass es Handlungsoptionen, Handlungsmöglichkeiten eben ermöglicht. Zum Beispiel Autokonsum, Autofahrt ist ja etwas, wo man viel schneller als zum Beispiel im Mittelalter von A nach B gelangt. Genau, also da reden wir ja gar nicht um Luxusgüter. Genau, wie können wir diese angenehme Seite verstehen? Naja, im Prinzip haben Sie das ja schon gesagt. Ja? Also die imperiale Lebensweise hat zu breiten wirksamen Wohlstandssteigerungen im globalen Norden geführt. Ja? Wir würden sagen, die imperiale Lebensweise reicht historisch schon in die Phase des Kolonialismus, später des Imperialismus zurück und war aber lange Zeit durchaus ein Luxusphänomen. Sie war ein Phänomen der herrschenden Klassen. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts, mit der Durchsetzung der Entwicklungsphase des Kapitalismus, die gemeinhin als Fordismus bezeichnet wird, wurde sie zu einem Massenphänomen. Das heißt also, dass bestimmte Konsumgüter für subalterne Klassen leistbar wurden, die zuvor noch in sehr armen Verhältnissen gelebt haben. Damit wurden nicht alle gesellschaftlichen Unterschiede nivelliert, in keinster Weise. Wir leben in einer Klassengesellschaft, der Kapitalismus ist konstitutiv eine Klassengesellschaft und solange es den Kapitalismus gibt, wird es Klassen geben. Aber der Klassenwiderspruch wurde auf eine bestimmte Art und Weise bearbeitet. Er wurde bearbeitet derart, dass eben auch die Arbeiterklasse als Resultat von Kämpfen sich einen Anteil an den Wohlstandssteigerungen, die die kapitalistische Produktionsweise ja immer ermöglicht, erkämpft hat. Also die Widersprüche des Kapitalismus, die Klassenstruktur, die Klassengegensätze wurden auch dadurch bearbeitet, dass die, wenn man so will, die Arbeiterklasse in ihre subalterne Rolle in der kapitalistischen Gesellschaft eingebilligt hat, unter der Voraussetzung an den Wohlstandssteigerungen, die diese Gesellschaft eben auch ermöglicht, zumindest bis zu einem bestimmten Grad beteiligt zu werden. Das heißt nicht, dass damit soziale Not oder schlechte Lebensbedingungen überwunden worden sind. Man muss sich einfach nur mal angucken, was zu fordistischen Zeiten in den Industrieländern, gerade auch in den Chemieregionen, in den Bergbauregionen, an miserablen Lebensbedingungen vorherrschend war. Aber es wurde so eine bestimmte materielle Not durchaus überwunden, die doch noch sehr prägend war für die Arbeiterklasse bis in die
Zeit des Zweiten Weltkriegs hinein. Ja, das bedeutet, wir können beobachten eine temporäre Befriedung des Antagonismus, eine temporäre, Elmar Altvater hat immer gemeint, die Stabilität im kapitalistischen System ist stets eine prekäre, also sie kann schnell kippen, in Krisen ausarten und so weiter. Das bedeutet, wir haben es hier eben mit so einer temporären Befriedung des Klassenkampfes zu tun, der aber wiederum auf Kosten der Umwelt geht. Denn natürlich die Ausdehnung des Luxusgutes, was früher zum Beispiel Zucker und etc. also viele Luxusgüter, wurden ja in die breite Bevölkerung normalisiert quasi. Und dadurch aber auf Kosten der Umwelt. Also sprich, der Rücken ist ein anderer, nicht mehr das also subalterne Subjekt, beziehungsweise das gibt es ja noch immer, das auch differenzierter zu betrachten, aber mittlerweile ist die Umwelt sozusagen der Rücken, der hauptsächliche Rücken, auf den das ausgetragen wird. Das fand ich auch an diesem Begriff so vielschichtig und so spannend, dass er eben viele Dimensionen, die sozialen Ungleichheiten, genauso wie die ökologische Dimension eben inkludiert. Und genau, und damit haben wir auch schon den teilweise die Frage auch beantwortet, warum diese Lebensweise so stabil ist. Also das ist ja auch ein sehr spannender Punkt. Das hat ja auch schon Gramsci damals sich gefragt. Wie kann, also Hegemonie und Zwang, aber wie kommt es zu dieser Stabilität? Sehr spannend. Ja, also wir arbeiten ja mit Gramsci, wir arbeiten mit dem Hegemoniebegriff. Wir würden sagen, dass die imperiale Lebensweise eine hegemonietheoretische Kategorie ist, die also erklärt, wie durch materielle Zugeständnisse, die natürlich in Klassenkämpfen erstritten worden sind, gesellschaftliche Antagonismen nicht überwunden werden, aber zumindest prozessierbar gemacht werden. Da hängt sehr viel mehr dran als nur materielle Zugeständnisse. Da hängen natürlich auch ganz bestimmte gesellschaftliche Leitbilder dran. Es ist ja nicht so, dass alle plötzlich gleich leben und den gleichen Wohlstand genießen können, aber es gibt zumindest geteilte Leitbilder, die Erwartung einer, naja, wie Burkhard Lutz das genannt hat, einer immerwährenden Prosperität, ja, die natürlich dann auch irgendwann enttäuscht worden ist. Ja. Ich will vielleicht noch ergänzen, dass es die Umwelt ist, ja, dass es natürlich auch ausgebeutete Arbeitskräfte im globalen Norden selber sind, ausgebeutete Arbeitskräfte im globalen Süden und natürlich ganz wesentlich auch die unbezahlte Reproduktionsarbeit, die gerade im Fordismus natürlich mit seinen patriarchalen Geschlechterverhältnissen, aber auch heute noch, nicht mal ganz so extrem, wie das im Fordismus der Fall war, von Frauen geleistet wird. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch der imperialen Lebensweise. Das ist etwas, das gerade auch feministische Kritikerinnen oder feministische Kolleginnen, mit denen wir das Konzept viel diskutiert haben, Christa Wichterich, Uta van Winterfeld, immer wieder betont haben, dass der Kapitalismus auf mehreren Externalisierungen beruht. Er externalisiert nicht nur sozial-ökologische Kosten auf die Umwelt und auf den globalen Süden, sondern er externalisiert das eben auch auf die unbezahlte Reproduktionsarbeit im globalen Norden selbst und vermittelt darüber auf globale Sorgeketten. Christa Wichterich spricht in diesem Zusammenhang von einem Care-Extraktivismus, also der Tatsache, dass eben die Sorgekrise in den Ländern des globalen Südens, in den Ländern des globalen Nordens auch dadurch bewältigt wird, dass eben Sorgearbeit gewissermaßen aus Osteuropa oder aus den Ländern des globalen Südens philippinische Krankenschwestern etwa in deutschen Krankenhäusern importiert wird. Ja, und das zeigt ja auch schon diese Nord-Süd-Dimension, die strukturell verankert ist in dieser Lebensweise. Mhm. Eben mit Christoph Kolumbus 1492 beginnend quasi der Kolonialismus, Imperialismus, die Inwertsetzung nicht nur der Natur, sondern auch Landnahme und Raubbau und Verschwendung und eben auch Versklavung. Also da gingen ja historisch gesehen viele Verwerfungen einher, die auch im Begriff Imperial ja auch drinnen stecken. Also das ist ja auch eine historische Komponente, die da drinnen enthalten ist. Die verweist nämlich auf eben historische Ausbeutung von Mensch und Natur, so wie es ja auch genau im Untertitel des Buches auch heißt. Also genau, das ist auch wichtig zu betonen. Ja. Das ist richtig, ja. Also ich würde sagen, es ist einerseits eine wichtige historische Dimension und wir untersuchen das ja auch in unserem Buch, wo wir zwei Kapitel haben zur historischen Herausbildung der imperialen Lebensweise. Wir wissen natürlich auch um die historische Konnotation des Imperialismusbegriffes.
Darüber hinaus würden wir aber sagen, es ist nicht nur eine historische Phase, sondern der Imperialismus ist eben auch eine gesellschaftliche Strukturkategorie. Das heißt, er ist ein Modus der Reproduktion, der kapitalistischen Produktionsweise. Aufgrund ihrer strukturellen Expansivität ist sie gewissermaßen auf imperiale Beziehungen zu anderen Teilen der Welt, zu weniger entwickelten oder nicht kapitalistischen Teilen der Welt angewiesen. Ja. Und genau, auch heute noch wirken diese Strukturen. Also ich habe meine Masterarbeit zur neuen Weltwirtschaftsordnung geschrieben, also ein Diskurs in der UN seit den 70ern. Und ich fand das sehr spannend, wie ich eben die Archive bla bla und die ganzen Dokumente mir angeschaut habe. Und dann fand ich das so spannend, dass es strukturelle ungleiche Verträge gibt zwischen Staaten, hochindustrialisierte Staaten des globalen Nordens und rohstoffreichere Staaten des globalen Südens. Und dann sieht man, okay, die einen werden quasi auch epistemologisch als Rohstofflieferanten angesehen. Und als solche haben die einfach schwächere Konditionen. Und hochtechnologisierte Produkte kommen aus den hochentwickelten, auch hier kommt schon so eine Hierarchisierung, Dichotomisierung einher des globalen Nordens. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann entstanden Dependenztheorien und viele andere, die das natürlich, diese Phänomene dann zu erklären versuchten. Mhm. Also ich finde das sehr spannend, wie das historisch, wie sich das auch manifestiert in Verträgen und WTO, GATT, also es ist ja auch in Verträgen sedimentiert, sich diese Macht. Also sehr durchaus auch ein Gesicht. Ja. Das würde ich unterstreichen. Ja. Also wenn wir von Hegemonie sprechen, dann geht es natürlich einerseits um Alltagsverhältnisse, um das Prägen des Alltagsverstands. Ja. Darauf hat Gramsci ja ganz stark rekurriert oder hingewiesen. Ja. Und es geht natürlich auch darum, dass bestimmte Partikularinteressen sich institutionell manifestieren und darüber gewissermaßen Staat werden. Dass bestimmte mächtige Interessen in der Lage sind, die Institutionen zu gestalten und damit die Spielregeln festzulegen, nach denen eben Verhandlungen geführt werden, Konflikte international ausgetragen werden. Und die WTO ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist auch ein Beispiel dafür, dass diese Spielregeln nicht so ohne weiteres akzeptiert werden. Ich würde sagen, die WTO ist keine hegemoniale Organisation. Es ist ein Ausdruck der Dominanz von westlichen, nordwestlichen Interessen nach dem Ende des Ost-West-Konflikts in den 90er Jahren und ein Versuch, eben diese Dominanz institutionell zu materialisieren in dieser Organisation der WTO, die aber dann eben durchaus hegemoniale Defizite aufgewiesen hat, insofern als sie eben nicht in der Lage war, die Spielregeln so ohne weiteres zu definieren. Denn diese Spielregeln wurden von eher subalternen Akteuren, von schwächeren Ländern dann zunehmend auch in Frage gestellt. Ja, genau. Und ich freue mich auch schon, ich werde in nächste Woche ein sehr spannendes Interview führen mit der Co-Autorin und Lebenspartnerin von Bob Jessop, Ngai Ling, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und die verwenden ja diesen Begriff der strukturellen Selektivität, und mit diesem Begriff möchte ich dann auch weiter forschen und mein PhD angehen, weil ich finde, dieser Begriff, beziehungsweise diese Herangehensweise, auch diese Kombo aus Gramsci mit Foucault, ja, das ist, glaube ich, die Brille, die strukturell vieles erklärt, warum gewisse Diskurse zum Beispiel ausgeblendet werden. Genau, und das führt mich auch schon zur nächsten Frage, nämlich wie werden gesellschaftliche Naturverhältnisse bewertet? Wie ist dieser Diskurs zu bewerten? Genau, und welche Naturverhältnisse gehen überhaupt mit dieser imperialen Lebensweise einher? Also wir haben das ja auch schon skizziert mit diesem Raubbau und Ressourcenverschwendung. Aber eben vielleicht einmal, welche Verwerfungen ökologischer Natur können wir beobachten und wie ist dieser Diskurs, der das auch anspricht, zu bewerten? Ich glaube, Uli Brandt und Christoph Görg und ich glaube auch Sie haben einen Beitrag geschrieben, wo auch dieser Begriff der neuen kritischen Orthodoxie gefallen ist, falls ich mich nicht täusche. Also auch hier ist ein Diskurs zu sehen, aber wie ist der zu bewerten? Naja, ich würde erstmal unterscheiden zwischen einer konkreten, also zwischen kapitalistischen Naturverhältnissen auf einer allgemeinen Ebene und zwischen der konkreten Manifestation, die räumlich und zeitlich sehr unterschiedlich sein kann. Also wenn man von kapitalistischen Naturverhältnissen auf der allgemeinen Ebene spricht, dann
würde man darauf verweisen, dass der Kapitalismus ein äußerst instrumentelles Verhältnis zur Natur hat. Ja. Ein Verhältnis zur Natur, das sehr destruktiv ist. Ja. Also Marx hat das ja wunderschön im Kapital formuliert und darauf hingewiesen, dass der Kapitalismus die Produktion auf eine Weise organisiert, dass er dabei seine eigenen Existenzgrundlagen, die Erde und den Arbeiter, wie er es nennt, untergräbt. Ja. Elmar Altvater hat, wie ich finde, das dann nochmal sehr schön noch weiterentwickelt und hat darauf hingewiesen, dass der Kapitalismus ein sehr widersprüchliches Verhältnis zur Natur unterhält. Er ist einerseits, oder die kapitalistische Produktionsweise ist als Arbeitsprozess essentiell angewiesen auf Natur, auf die Besonderheiten von Natur, um immer neue Produkte und Technologien zu kreieren. Aber als Verwertungsprozess ist die kapitalistische Produktionsweise gleichgültig gegenüber ihren natürlichen Voraussetzungen und tendiert dazu, diese permanent zu untergraben. Also als Verwertungsprozess untergräbt die kapitalistische Produktionsweise eigentlich jene Voraussetzungen, auf die sie als Arbeitsprozess essentiell angewiesen ist. Das wäre so dieser allgemeine Widerspruch kapitalistischer Naturverhältnisse. Das manifestiert sich in verschiedenen Entwicklungsphasen des Kapitalismus sehr, sehr unterschiedlich. Mit Uli Brandt und Christoph Görg zusammen haben wir unterschieden zwischen fordistischen und postfordistischen Naturverhältnissen. Also fordistische Naturverhältnisse, wie sie etwa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in die Mitte der 70er, bis in die 80er Jahre hinein vorherrschend waren. Sie waren geprägt von dem Streben nach Naturbeherrschung, von dem Glauben, dass Natur berechnet und beherrscht werden kann, dass es möglich ist, sie großtechnologisch zu unterwerfen und auch die Folgen der Naturbeherrschung in den Griff zu bekommen. Großtechnologien wie Atomkraft und andere stammen aus dieser Zeit. Aber es hat sich dann relativ bald gezeigt, dass dem nicht so ist. Und die Krise des Fordismus der 70er Jahre war auch eine Krise der kapitalistischen bzw. genauer der fordistischen Naturverhältnisse, in der sich, wenn man so will, neue Naturverhältnisse, postfordistische Naturverhältnisse durchgesetzt haben. Nicht bruchlos und nicht einfach nur so, sondern auch fordistische Naturverhältnisse existierten fort. Aber es lassen sich schon auch einige Verschiebungen vorstellen. Wir haben das als postfordistische Naturverhältnisse bezeichnet, die gegenüber den fordistischen sich durch ein höheres Maß an Reflexivität im Umgang mit Natur auszeichnen. Christoph Görg hat das mal als reflexive Naturbeherrschung bezeichnet. Also es geht nicht darum, eben Natur nicht mehr zu beherrschen, sondern sie so zu beherrschen, dass nach Möglichkeit die Nebenfolgen der Naturbeherrschung in den Griff bekommen werden können und dass Natur als, eine wichtige Voraussetzung der Kapitalverwertung nicht verloren geht. Wir haben das untersucht am Beispiel von Biodiversität. Und Biodiversität ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Ja. Also aus der Perspektive von fordistischen Naturverhältnissen ist Biodiversität jetzt vielleicht gar nicht so wichtig. Man ist der Vernutzung von Rohstoffen interessiert. Man denke etwa an die Abholzung von Wäldern, um das Holz zu verwerten oder um an das Erz ranzukommen, das in den Böden, unter den Wäldern geruht oder vermutet wird oder dergleichen. Ja. Also hier geht es darum, Ressourcen gewissermaßen zu nutzen, indem sie zerstört werden. Postfordistische Naturverhältnisse würde sagen, nee, wir müssen die Ressourcen nutzen, indem wir sie erhalten. Wir müssen sie erhalten, um sie auch weiterhin verwerten zu können. Also wenn man von Biodiversität spricht, dann spricht man auch von Kapitalfraktionen, die nicht daran interessiert sind, Natur zu zerstören, sondern die den Erhalt von Natur als Verwertungsvoraussetzung begreifen. Ja. Etwa die Pharmaindustrie oder bestimmte Formen des Agrarkapitals, die weniger an den stofflichen Eigenschaften der Ressourcen interessiert sind, die sie nutzen, sondern eher an den Informationen, die sich im Erbgut dieser Ressourcen zeigen. Und um an diese Informationen ranzukommen, muss man die Ressourcen erhalten. Das wären so, wenn man so will, reflexive Naturverhältnisse, wie sie sich unter den Vorzeichen des Postfordismus herausgebildet haben, die natürlich koexistieren mit fordistisch destruktiven Naturverhältnissen und die selbst auch destruktiv sind, und zwar insofern, als sie dann eben auch beinhalten, dass bestimmte Teile von Natur durch geistige Eigentumsrechte geschützt und damit von anderen Nutzungen, einfach von Nutzung von Menschen,
von bäuerlichen Praktiken, von indigenen Gemeinschaften ausgeklammert werden. Das wären verschiedene Formen der, also verschiedene Ebenen der Naturbeherrschung, erstmal allgemein, strukturell, kapitalistische Naturbeherrschung, dann verschiedene räumlich, zeitlich verschiedene Ausformungen von kapitalistischen Naturverhältnissen. In jüngerer Zeit, weil Sie das angesprochen hatten, kann man in der Tat davon sprechen, dass sich so eine Art kritische Orthodoxie, neue kritische Orthodoxie herausbildet. Orthodoxie oder so kritisch insofern, als sich der Gedanke natürlich bis in weite Teile der Wissenschaft und der Politik durchgesetzt hat, dass das mit dem Klimawandel und dem Biodiversitätsverlust wirklich drängende Probleme sind, die angegangen werden müssen und die man nicht einfach mehr leugnen kann. Orthodox insofern, als die Art und Weise der Problembearbeitung ganz stark auf den bestehenden Institutionen beruht, auf den bestehenden gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und Formationen, in deren Rahmen die Probleme erst geschaffen worden sind. Das ist das Widersprüchliche daran. Also man versucht eben die Probleme genau mit den Methoden oder mit verfeinerten, mit weiterentwickelten Methoden in den Griff zu bekommen, die diese Probleme erst verursacht haben, mit marktförmigen Anreizen und Mechanismen, mit dem Festhalten am institutionellen Status quo, der allenfalls reformiert werden soll, mit einer ökologischen Modernisierung, geht aber eben nicht an die Wurzel der Probleme ran, die in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen, in der Orientierung am Profit, an der Wachstumsorientierung und an der konkurrenziellen Durchdringung von immer mehr Lebensbereichen zu suchen sind. Ja, das, genau, das finde ich ja auch eben so spannend, dass eben auch im Sinne, ganz im Sinne der Regulationstheorie, verschiedene Arten der Regulation, also des Modus der Reproduktion der kapitalistischen Produktionsweise, dass sich die zwar ändert, also im Fordismus Fließbandarbeit und eine ganz andere Art der Produktion, wobei die auch noch teilweise besteht. Genau. Und das Gesicht quasi des Kapitalismus verändert sich. Es ist sehr flexibel und er schafft es ja teilweise durchaus tricky, diese Widersprüche für sich zu gewinnen und auch zu verändern. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und auch, was Sie erwähnt haben, soziale Kräfteverhältnisse. Ich finde diesen Begriff auch sehr wichtig und er erlaubt es, Widersprüche, verschiedene Klassenfraktionen, Kapitalfraktionen zu differenzieren und dadurch auch Widersprüche in den Blick zu bekommen. Also ich finde, genau, auch das ist alles im Begriff der imperialen Lebensweise auch enthalten. Das eben macht diesen Begriff auch sehr, sehr breit. Genau, er umfasst vieles, genau. Und im Zentrum, genau, und auch das haben Sie kurz erwähnt, auch das finde ich auch sehr wichtig, ist eben, und das hat ja Elmar Altvater auch schon mehrmals betont, geht es ja um die Kapitalakkumulation. Es geht ja immer um die Inwertsetzung und genau, die Vermehrung des Kapitals. Das ist ja, auch dadurch kann man den Wachstumsimperativ begreifen. Also diesen Wachstumszwang, auch den Anhänger der Degrowth-Bewegung zum Beispiel aufzeigen und kritisieren. Genau. Bevor wir vielleicht auf Degrowth und solidarische Lebensweise, auch das ist ab Kapitel 8 ein Thema, das sich mit das sich das Buch beschäftigt. Bevor wir auf das eingehen, vielleicht, Sie haben einige Aufsätze verfasst über den Zusammenhang von Klima und Klasse, beziehungsweise Klima und Demokratie. Genau, wie hängen nun diese Dimensionen zusammen? Ja, also der Klimawandel ist eine Klassenfrage. Ich hatte das, man kann es vielleicht in mehrerlei Hinsicht anführen. Also auf einer allgemeinen Ebene würde ich sagen, so, der Klimawandel ist verursacht durch vor allen Dingen auch durch gesellschaftliche Unterschiede, durch den Kapitalismus, aber auch durch eine ungleiche Reichtumsverteilung. Es gibt klare Befunde dazu, dass Menschen mit einem höheren Einkommen einen deutlich höheren Fußabdruck haben, ökologischen Fußabdruck haben, als Menschen mit einem niedrigeren Einkommen. Ne? Das heißt, es gibt also eine erhebliche soziale Ungleichheit in der Verursachung des Klimawandels. Es gibt eine erhebliche soziale Ungleichheit in der Betroffenheit, nämlich dergestalt, dass diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, ihn zu verursachen,
am stärksten von seinen Folgen betroffen sind. Und es gibt eine erhebliche Ungleichverteilung der Möglichkeiten, sich den Folgen des Klimawandels zu entziehen. Und diese Ungleichheiten sind vermittelt über soziale Verhältnisse, Klasse, Geschlecht, rassistische Diskriminierung. Das ist wichtig in Rechnung zu stellen. Also insofern ist die ökologische Krise immer eine soziale Frage. Sie kann ohne Berücksichtigung von sozialen Verhältnissen gar nicht angemessen begriffen und bearbeitet werden. Das wäre ein Punkt. Ja. Könnt ihr jetzt noch weiter ausholen und sehen, inwieweit der Klimawandel eben auch eine Frage ist, die mit den Klassenverhältnissen kapitalistischer Gesellschaften nochmal historisch verwoben ist, wie sich das heute genau darstellt. Dafür müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Vielleicht nochmal auf Nachfrage, aber ich mache jetzt erst nochmal weiter mit der Frage von Klima und Demokratie. Ich würde sagen, dass der Klimawandel auch eine Demokratiefrage ist. Und zwar insofern, als eine Demokratisierung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse aus meiner Sicht ein wichtiger Weg zur Bearbeitung der Klimakrise darstellt. Also wenn ich davon ausgehe, dass in der Tat der Kapitalismus ein maßgeblicher Treiber der Klimakrise ist, dann ist es natürlich erstmal Erklärungsbedürfnis, dass eine politische Form wie die Demokratie, die mit dem Kapitalismus auch einhergeht und groß geworden ist, ein Schlüssel zur Bearbeitung der Klimakrise sein soll. Ich würde hier nochmal verschiedene Formen von Demokratie unterscheiden. Die dem Kapitalismus adäquate Form der Demokratie ist die liberale Demokratie, also eine Form der Demokratie, die die politische Sphäre demokratisiert und die gesellschaftlichen Machtzentren, etwa die Wirtschaft, systematisch gegenüber demokratischen Entscheidungsfindungsprozessen abschottet. Die Demokratisierung der politischen Sphäre ist was ganz enorm Wichtiges. Das ist eine historische Errungenschaft, eine Errungenschaft der bürgerlichen Revolution, die von Seiten rechter Bewegungen, Regierungen, rechter Parteien zunehmend unter Beschuss gerät. Ja, wir erleben das dort, wo rechte Bewegungen oder Parteien an die Macht kommen, da gehen sie an die Wurzeln der liberalen Demokratie, die Gewaltenteilung, die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit der Justiz und dergleichen. Ja, das muss, da muss man gegenhalten, das muss man verteidigen, da muss man die liberale Demokratie verteidigen. Aber ich würde sagen, wir sind in der Situation, wo wir die liberale Demokratie nur noch dadurch verteidigen können, dass wir über sie hinausgehen. Das heißt, dass wir Demokratie demokratisieren und Demokratie auch dort einführen, wo es bisher nicht üblich war. Und das kann man natürlich auch sehr gut normativ begründen, aus einer demokratischen, oder man könnte argumentieren, dass Demokratie dort existiert, wo alle diejenigen, die von den Auswirkungen einer bestimmten Entscheidung betroffen sind, die Möglichkeit hatten, gleichberechtigt mit anderen am Zustandekommen dieser Entscheidung mitzuwirken. Das ist in der liberalen Demokratie definitiv nicht der Fall. Hier werden Entscheidungen getroffen, etwa von den Vorstandsvorsitzenden großer Konzerne, die Menschen betreffen, die keinerlei Chance hatten, diese Entscheidungsfindungsprozesse beeinflussen zu können oder an ihnen zu partizipieren. Also wenn VW jetzt entscheidet, nochmal ein größeres oder weiß nicht, BMW, Daimler entscheidet, mit dem Verbrennungsmotor fortzufahren oder riesige Elektro-SUVs zu bauen und dergleichen, dann sind das Entscheidungen, die Menschen in der Zukunft und heute andernorts betreffen, ohne dass sie die Möglichkeit hatten, daran teilzuhaben. Das ist nicht demokratisch. Das ist eine Verletzung von einem starken demokratischen Prinzip. Umgekehrt bedeutet das aber, dass eine Demokratisierung der Gesellschaft, eine radikale Demokratie, es allen ermöglichen würde, dann eben auch an Entscheidungen teilzuhaben, die sie betreffen, mit der Konsequenz, dass sie vielleicht darüber nachdenken würden, wie sie diese Entscheidungen treffen, damit sie nicht selber ihre negativen Folgen zu tragen haben. Das ist ein utilitaristisches Element oder Argument, ja, klar. Also ich entscheide nur dann ökologisch nachhaltig, wenn ich weiß, dass ich andernfalls die Folgen zu tragen hätte. Ja, gut, kann man sagen, kann man erstmal so stehen lassen. Ich würde sagen, die Verfahren, die dann eingeführt würden, demokratische Verfahren, die tragen natürlich auch zu Subjektivierungsprozessen bei. Also wenn ich demokratische Verfahren einführe, wenn ich Wirtschaftsdemokratie stärke und dergleichen, wenn ich zum Beispiel ermögliche, Transformationsräte, davon spricht etwa die IG Metall in Deutschland, einzuführen, in denen Umweltverbände, Gewerkschaften,
lokale Politik, Menschen, die von der Ansiedlung eines bestimmten Unternehmens betroffen sind, beteiligt wären, ne, dann übe ich Menschen natürlich auch ein in, oder gebe ich Menschen die Möglichkeit, sich in demokratische Verhaltensweisen einzuüben und damit einfach andere Subjektivitäten zu entwickeln. Subjektivitäten, die vielleicht eher an Solidarität, an Interessenausgleich und dergleichen interessiert sind, als an dem Recht des Stärkeren oder an der Durchsetzung von egoistischen Interessen, wie das im Kapitalismus ja gefordert und gefordert ist und gefördert wird. Also insofern würde ich sagen, gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Demokratisierung der Gesellschaft und der Bekämpfung der Klimakrise. Wir müssen die Gesellschaft demokratisieren in dem Sinne, dass wir Entscheidungen, die bisher noch privat sind, als privat gelten und gleichzeitig eben die Klimakrise massiv anheizen, dass die unter öffentliche Kontrolle gebracht werden. Das ist immer noch keine hinreichende Bedingung. Ja. Es gibt immer noch genügend Faktoren, die dann unwägbar sind, aber das wäre zumindest eine Voraussetzung dafür, um zu verhindern, dass heute Entscheidungen getroffen werden, die Menschen anderen auch in der Zukunft massiv schädigen. Ja, um den Advocatus Diaboli ein bisschen zu spielen, es könnte ja auch sein, dass man sich demokratisch entscheidet, kapitalistisch zu sein und die Natur noch mehr auszubeuten. Also Demokratie, Basisdemokratie, Rätedemokratie ist kein Garant natürlich, aber genau, es ist ein wichtiger und zentraler Bestandteil. Genau, zu den Widersprüchen der liberalen Demokratie, auch da bin ich vollkommen bei Ihnen. Und hier ein kurzes Shoutout zum verstorbenen Professor Domenico Losurdo, der ein fantastisches Buch geschrieben hat, eben über die wirtschaftlichen Widersprüche von Kapitalismus einerseits, der absolute Ungleichheit schafft und andererseits der Anspruch der liberalen Demokratie, demokratische Gleichheit zu schaffen, und diese zwei klaffen massiv auseinander. Plus er zeigt die historischen Verwerfungen der liberalen Demokratie etc. Genau. Und auf der anderen Seite, Wirtschaftsdemokratie als Begriff ist ja auch gefallen. Auch hier ein Shoutout an Alex Demirovic, der viel dazu geforscht und gelehrt und auch geschrieben hat. Also genau, vielleicht genau, was das betrifft. Genau, und ich sehe das genauso wie Sie, also Demokratie kann sozusagen den Leuten ein Guster machen, also einen Geschmack machen, hey, setzen wir uns zusammen, deliberieren wir, streiten wir, genau, und wenn man die Leute einbindet, ist die Chance natürlich größer, dass genau, dass sie ihre Zukunft auch in die Hand nehmen und genau, dass sie auch reflektieren darüber, wie die Naturverhältnisse einfach sind, genau, ja, das ist ein guter Ansatz. Ein Punkt, also weil Sie das eben sagten, man könnte natürlich auch rätedemokratisch oder radikaldemokratisch sich für die kapitalistische Produktionsweise entscheiden. Ich würde sagen, dann ist es nicht mehr radikaldemokratisch, ja, weil dann würden ja, ich würde sagen, dann würde man sich ja dafür entscheiden, bestimmte Folgen zu externalisieren auf Leute, die keine Möglichkeit hatten, an den Entscheidungsprozessen teilzuhaben. Ja. Also ich glaube, es ist, also dieses Prinzip der Reversibilität ist da ganz wichtig. Ja. Also es müssen Entscheidungen getroffen werden, die nicht die Entscheidungsmöglichkeiten, die Freiheiten von künftigen Generationen einschränken, ja, oder die Lebensbedingungen von Menschen andernorts untergraben. Ja. Und dafür müssen Entscheidungen erstmal in ihrer Reichweite der Folgen zurückgenommen werden, räumlicher Art, ja, also damit eben keine sozial-ökologischen Kosten räumlich externalisiert werden. Und sie müssen reversibel sein. Das heißt, sie müssen so getroffen werden, dass Fehler korrigiert werden können, um eben nicht Freiheitsrechte, die Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, für künftige Generationen zu untergraben. Ja, ja, da stimme ich Ihnen absolut zu. Und die imperiale Lebensweise blendet ja auch teilweise viele Voraussetzungen aus. Also viele Verwerfungen werden ja ausgeblendet. Also wenn man sich bedenkt, die Schlachthöfe zum Beispiel, was da drinnen abgeht, das in der Massentierhaltung, das wird ja nicht öffentlich gezeigt, sondern das leckere Schnitzel ist auf dem Werbeplakat. Also viele Voraussetzungen, unbezahlte Care-Arbeit, Care-Change, auch das haben Sie kurz erwähnt. Also viele Voraussetzungen, unbezahlte oder nicht bezahlte, schlecht bezahlte Arbeit, prekäre Arbeit etc., eben wird ausgeblendet. Nord-Süd-Verhältnisse, Ausbeutung der Natur etc. Also genau, und das sichtbar zu machen, das ist eben der Clou, genau. Und auf das müssen wir uns sich ja demokratisch einigen, genau. Und ich glaube, wenn man die Leute vor die Frage stellt, es ist wirklich so simpel, wenn man die Leute vor die Frage stellt, naja, sollen wir
andere Leute, andere Ethnien, andere Nationen, andere, was weiß ich, Wirtschaftsräume ausbeuten, sollen die für uns unbezahlte Arbeit machen? Ich meine, die meisten würden, glaube ich, mit Nein antworten. So simpel ist es. Also vielleicht bin ich dann naiv, aber... ja, es wäre die Frage, wie das dann gerahmt ist. Ja? Also in kolonialen, wenn das jetzt kolonial diskursiv kolonial gerahmt ist, dann würden Sie vielleicht sogar zustimmen. Also Malte Kleinschmidt, ein deutscher Sozial- und Erziehungswissenschaftler, der hat sich das mal angeschaut anhand von kolonialen Diskursen und seine Überlegungen ist. Es ist gar nicht so sehr das Problem, dass Dinge verdunkelt werden, wie wir das in der imperialen Lebensweise behaupten. Ich würde nach wie vor behaupten, dass da einiges verdunkelt wird, aber was Malte Kleinschmidt sagen würde, was dazu kommt, ist, dass das kolonial gerahmt und dadurch normalisiert wird. Also es wird gewissermaßen normalisiert, dass, wie Sie das eben auch mit im Hinblick auf die Weltwirtschaftsordnung, die neue Weltwirtschaftsordnung, die Debatten, die es darum gegeben hat, gesagt haben, es wird gewissermaßen normalisiert, dass bestimmte Länder auf ihre Rolle als Rohstofflieferanten festgeschrieben werden, während dagegen die anderen Länder aufgrund der scheinbar einfach gegebenen, fortgeschrittenen Technologie die Aufgabe haben, das, was dann die Länder des Südens an Rohstoffen liefern, zu veredeln und dann eben entsprechende Hightech-Produkte draus zu machen. Ja. Also da spielen natürlich auch so koloniale Vorstellungen eine Rolle, die dazu führen können, dass sozial-ökologische Ausbeutungspraktiken normalisiert werden. Ja, dann kann man mit ruhigem Gewissen besser schlafen. Ja, vielleicht gehen wir über zur nächsten Frage. Sie haben ja sehr spannende Aufsätze geschrieben und die vermehren sich. Also der Fokus auf Karl Polanyi vermehrt sich in letzter Zeit. Und auch Sie greifen auf Karl Polanyi zurück mit eben The Great Transformation und so weiter, eingebetteter Kapitalismus und Liberalismus und so weiter. Also auch er verwendet sehr interessante Begriffe, hat eine sehr interessante Gesellschaftsanalyse. Wie kann man mit ihm, mit Karl Polanyi, vielleicht diese postfordistischen Naturverhältnisse verstehen und wozu braucht man Karl Polanyi? Also wie arbeiten Sie mit Karl Polanyi? Naja, also erstmal finde ich seinen Begriff, also meistens wird er ja so ein bisschen als der Theoretiker der Doppelbewegung gesehen, ja, das Disembedding, das Reembedding. Ich finde seine Zeitdiagnose wichtig, ich finde seine Begriffe der fiktiven Waren wichtig. Ja. Er macht auf ein Problem aufmerksam, das extrem wichtig ist, das ist vielleicht auch zu einer, wenn man so will, Erweiterung einer marxistischen Perspektive führen kann. Ja. Es geht also um die Kommodifizierung. Also man könnte jetzt ganz grob sagen, Marx hat sich eher so die innerkapitalistischen Verhältnisse angeschaut und bei Polanyi geht es ganz stark darum zu schauen, inwieweit nicht-kapitalistische Sphären in Wert gesetzt werden, in denen Dinge, die eigentlich nicht als Waren produziert werden, zu Waren gemacht werden. Also er hat ja diese drei fiktiven Waren, Arbeitskraft, Geld, Boden. Boden kann man vielleicht als Äquivalent zu Natur nehmen. Und da kann er uns schon die Augen öffnen für die expansiven Tendenzen auf das Kapitalismus, auf die Tatsache, dass der Kapitalismus eben darauf angewiesen ist, diese fiktiven Waren in Wert zu setzen und dabei gleichzeitig eben immer wieder Gefahr läuft, seine eigenen Existenzgrundlagen zu untergraben. Das ist ein Punkt. Die Zeitdiagnose finde ich ebenfalls wichtig. Also ich glaube, dass Polanyi hat ja sein Hauptwerk, die große Transformation vor dem Hintergrund der Krise, der großen Depression und geschrieben oder im Angesicht dieser großen Depression und dessen, was danach eben geschehen ist. Er greift natürlich historisch weiter zurück, aber diese große Transformation ist ein Prozess, der sich ereignet in einer Zeit, in der die Widersprüche eines Marktliberalismus manifest geworden sind. Und ich würde sagen, wir leben heute auch in so einer Zeit. Insofern könnte man wirklich Parallelen ziehen zwischen der großen Depression der Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts und der Zeit, die wir jetzt seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 erleben. Das ist nicht alles miteinander vergleichbar, aber wir sind in einer ähnlichen Situation insofern, als eine marktliberale Gesellschaft in die Krise geraten ist. Das war
in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts der Fall. Und das ist mit dem Neoliberalismus Ende der Nullerjahre und bis heute eben der Fall. Ja, wir erleben eine Zeit, ja, man kann ja auch mit Gramsci argumentieren und das Ganze als Interregnum bezeichnen, in der eine bestimmte Gesellschaftsformation aufgrund ihrer Widersprüchlichkeit an ihre Grenzen gerät und nun Suchprozesse stattfinden, in denen es darum geht, ja, die Marktkräfte nicht nur einfach einzuhegen, ja, das wäre so eine, wie ich finde, verkürzte polanische Sichtweise. Es geht nicht einfach darum, nur nachdem es ein jahrzehntelanges Disembedding, eine Entbettung des Marktes aus der Gesellschaft gegeben hat. Also das muss man auch nochmal problematisieren von den Begriffen her. Aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Es geht nicht darum, nun eine neue Phase des Re-Embedding, also der Wiedereinbettung des Marktes in die Gesellschaft zu betreiben, sondern ja, wahrscheinlich kriegen wir die Marktkräfte und ihre Destruktivität nur dann in den Blick, wenn wir oder in den Griff, wenn wir wirklich über die Marktgesellschaft, über den Kapitalismus hinausgehen. Ja. Und entsprechende Suchprozesse gibt es. Ich meine, es gibt erhebliche Konflikte, die nach der Krise 2008, 2009 an Intensität, an Geschwindigkeit gewonnen haben. Ja. Es gibt rechte Bewegungen, die aufgetaucht sind. Ja. Rechte Bewegungen haben bekanntlich eben auch dann nach der großen Depression eine fatale Rolle in Europa gespielt und nicht nur in Europa. Und es gibt progressive Ansätze, es gibt Versuche, das Ganze eher sozialdemokratisch einzufangen. Ja. Also das sind schon starke Parallelen zu dem, was wir auch in den Jahre nach der großen Depression erlebt haben. Und ich glaube, dafür kann uns Polanyi die Augen öffnen. Das ist ein zweiter Grund, warum ich sagen würde, es macht wirklich Sinn, ihn zu lesen und mit ihm zu versuchen, die gegenwärtige Konstellation zu begreifen. Ja, an dieser Stelle vielleicht sehr darauf hingewiesen, auf das sehr spannende Interview, das ich führen durfte mit Professor Brigitte Allenbacher. Die hat sich auf Karl Polanyi spezialisiert und leitet auch die Polanyi-Gesellschaft, unterrichtet an der JKU in Linz. Genau, für mehrere Infos einfach den Kanal anklicken und Brigitte Allenbacher suchen. Und genau, da haben wir 2 Stunden mehr oder weniger über Polanyi gesprochen. Genau. Was mich auch interessieren würde, ist, die imperiale Lebensweise ist ein wenig in Kritik geraten. Zum Beispiel Klaus Dörre hat kritisiert, dass dieser Begriff zum Beispiel zu sehr fokussiert auf die Konsumweise und dadurch die strukturellen Voraussetzungen quasi ein bisschen, wie soll ich sagen, also nicht blind dafür ist, aber dass er sie unterschätzt, sagen wir es mal so. Auf der anderen Seite ist Christoph Görg einer gewesen und mit dem hatte ich auch ein Interview und er zum Beispiel sagt, nein, aber genau das ist ja der Punkt, dass sich jetzt im Neoliberalismus auch die Marktverhältnisse so verändert haben, dass eben Konsumentscheidungen immer wichtiger sind und auch eine strukturelle Dimension aufweisen. Also da ist anscheinend eine Diskussion entfacht. Wie stehen Sie zu dieser Diskussion, die ihr beiden, Uli und Sie, aufgemacht haben? Ja, also die Kritik ist mir natürlich sehr geläufig. Also Klaus Dörre, Thomas Ablowski, Stefanie Hürtgen und andere haben die Kritik an unserem Konzept geübt. Wir haben uns dazu auch schon mehrfach geäußert, also zuletzt in der Prokla, wo wir eine Debatte mit Stefanie Hürtgen zum Thema geführt haben. Ich finde, dass diese Kritik uns an einem wichtigen Punkt missversteht. Also wir würden die imperiale Lebensweise ja zum einen nicht auf Konsum reduzieren, und wir würden die imperiale Lebensweise auch nicht derart begreifen, dass wir von einer gewissermaßen unterschiedslosen Lebensweise von Arbeit und Kapital im globalen Norden ausgehen, die ihre Kosten auf den globalen Süden verlagert. Ja. Also in seinem Sozialismusbuch unterstellt uns Klaus Dörre so ein bisschen, wir würden von, ich zitiere mal, Beutegemeinschaften ausgehen, ja, Beutegemeinschaften von Arbeit und Kapital im globalen Norden zulasten des globalen Südens. Das ist ja nun wirklich nicht unser Punkt. Ja. Also wir begreifen, und Sie hatten das ja auch am Anfang erwähnt, die imperiale Lebensweise als eine Strukturkategorie. Ja. Es ist nicht einfach eine Wahl, eine rationale Wahl. Ich wähle jetzt nicht die imperiale Lebensweise, weil mir das so behagt und weil das alles so wunderbar ist und ich dadurch mein Konsumniveau steigern kann, sondern Menschen werden qua Mitgliedschaft in einer Gesellschaft in die imperiale Lebensweise hineinsozialisiert. Der Punkt ist, dass Menschen an der imperialen Lebensweise
gar nicht notwendigerweise willentlich partizipieren, sondern dass sie gar nicht anders können. Natürlich, das ist die Ambivalenz, eröffnet die imperiale Lebensweise auch eine Reihe von Möglichkeiten und Optionen. Das ist kein Thema, da hatten wir eben drüber gesprochen. Aber, und das ist sehr zentral, die Menschen werden eben qua ihres überwiegend subalternen Status in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in die imperiale Lebensweise hineinsozialisiert. Sie sind abhängig von Infrastrukturen, sie sind abhängig von bestimmten Konsumgütern, sie sind abhängig davon, in der Produktion, in den Dienstleistungen, die sie ausüben, Dinge zu tun, die letztendlich zulasten anderer gehen. Aber das ist nicht ihr Vergehen, ihr Schuld. Die imperiale Lebensweise ist keine moralische Kategorie, die jetzt Menschen Vorwürfe machen würde für das, was sie da tun. Es ist einfach den Strukturzwängen geschuldet. Also als Arbeiter, Arbeiterin habe ich im Kapitalismus keine Möglichkeit zu existieren, ohne dass ich meine Arbeitskraft auf dem Markt verkaufe. Und das muss ich eben auch zum Teil für Dinge tun, die zulasten anderer gehen. Man kann das Beispiel von Autoproduktion nennen. Ja? Also Autoproduktion ist etwas, was natürlich ökologisch zutiefst destruktiv ist. Ja? Aber was sollen die Menschen machen, die in den Autokonzernen arbeiten, die in den Autofabriken arbeiten? Klar, man könnte sagen, sie können sich einen anderen Job suchen. Ja? Ist aber auch nicht so einfach. Ja? Und sie haben durchaus ein berechtigtes Interesse an einem tarifvertraglich abgesicherten, guten Job. Das ist völlig legitim. Ja? Und sie können sich natürlich nicht ständig fragen, woher denn nun die Rohstoffe kommen, die in dem Autoteil verbaut sind, das sie da gerade bearbeiten, oder unter welchen sozial-ökologischen Bedingungen diese Rohstoffe extrahiert worden sind. Das ist einfach nicht möglich. Ja. Denken wir an Fleischfabriken, ja, also was die osteuropäischen Arbeitsmigranten dort tun, ist etwas, sie profitieren, wenn man so will, vom Leid der Tiere. Ja. Aber das ist ja keine willentliche Angelegenheit. Die kriegen einen Hungerlohn dafür und sie sind genauso wie sie sind einfach ein Opfer, beziehungsweise sie sind gewissermaßen aufgrund ihrer subalternen Stellung in dieser Produktionsweise, in die imperiale Lebensweise gezwungen, von der sie noch nicht mal profitieren, sondern die selber ganz stark auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Ja. Also insofern ist die imperiale Lebensweise etwas, was ganz stark mit Klassenverhältnissen verbunden ist, was ganz stark mit der kapitalistischen Produktionsweise verbunden ist, was eine Strukturkategorie ist, was auf etwas hinweist, dem wir uns nicht so ohne weiteres entziehen können. Sie ist manifestiert in Infrastrukturen. Ja. Also wenn die Infrastrukturen autolastig sind, wie wollen sich Menschen dann anders fortbewegen? Ja. In diesen Infrastrukturen ist die imperiale Lebensweise manifestiert. Sie ist ein gesellschaftliches Strukturphänomen, das sich in Institutionen, in Infrastrukturen, in den gesellschaftlichen Verhältnissen, in der Art und Weise, wie die Produktion organisiert ist, manifestiert. Ja. Und insofern erstmal vollkommen losgelöst von individuellen Konsumentscheidungen. Deswegen betonen wir immer, wir reduzieren das nicht auf Konsum, sondern wir haben die Produktionsverhältnisse mit im Blick, weil wir sonst die imperiale Lebensweise gar nicht begreifen können. Und es ist eben kein moralischer Vorwurf. Wir beanspruchen auch nicht zu sagen, dass da alle irgendwie gleich leben, sondern es ist gerade eben auch die Klassenstruktur, die ungleiche Struktur, die in diese Gesellschaft eingeschriebenen sozialen Ungleichheiten, die wichtig sind, um die imperiale, die man in Rechnung stellen muss, um die imperiale Lebensweise begreifen zu können. Ja, genau. Und daran anschließend, das finde ich auch sehr differenziert betrachtet in diesem Buch und auch vom Begriff her. Sie grenzen sich auch ab von Stefan Lessenich. Also ihr betrachtet mit Ole nicht das Nord-Süd-Verhältnis als eine Art Nullsummenspiel, bei dem der Gewinn des Nordens quasi automatisch auf dem Rücken des Südens ausgetragen wird, sondern ihr seht das ja auch differenzierter. Und hier kommen ja auch Begriffe wie Compradoren-Bourgeoisie oder eben die imperiale Lebensweise hat ja auch Mittelschichten im globalen Süden schon erfasst und auch da merkt man, hat sich das angepasst. Und genauso verhält es sich auch differenzierter mit dem Klassensubjekt. Also auch das, finde ich, betrachtet ihr aus einer eher intersektionaleren Perspektive. Und auch hier sieht man, genau diese Phänomene betrachtet ihr einfach differenzierter. Das finde ich auch, ist die große Stärke eures Buches. Genau. Ja, also
Ich meine, es gibt natürlich auch sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Ansatz von Stefan Lessenich, ja? Also von mit dem wir ja auch in engen Austausch stehen, sehr gut zusammenarbeiten und kooperieren. Ja? Ich würde sagen, ein wichtiger Unterschied würde darin liegen, dass wir stärker noch als Stefan Lessenich nicht nur die Nivellierung von sozialen Verhältnissen, also die relative Nivellierung immer von sozialen Verhältnissen im globalen Norden, sondern gerade auch die Hierarchisierung, die zunehmende Hierarchisierung als Treiber von Externalisierung und imperialer Lebensweise begreifen. Da würde ich einen Unterschied sehen zwischen unseren beiden Ansätzen. Ja, genau. Vielleicht auch die letzte Frage ab Kapitel 8. Und das ist ja immer, auch in vielen Interviews habe ich das gemerkt, das ist immer so der, der schwierigste Part im Gespräch, weil wie soll man das Künftige schon vorwegdenken? Und es ist tatsächlich auch, und das erklärt ja auch, wieso dieses Kapitel am kürzesten ist. Andererseits mit Lyotard und Guattari und auch Foucault gesprochen, ist es ja auch gar nicht wünschenswert, so dieses große, diesen Fünfjahresplan oder dieses große Narrativ jetzt aufzumachen. Hier, wir haben die Weisheit mit dem großen Löffel, da ist die Lösung. Und tatsächlich ist ja die Realität so komplex, es gibt nicht die eine Lösung, es gibt nicht die eine Utopie und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Genau, welche Ansätze überdenken die imperiale Lebensweise? Also ihr skizziert ja die solidarische Lebensweise. Und daneben gibt es ja Degrowth, sozial-ökologische Transformation, Just Transition, Buen Vivir, also viele Begriffe und Konzepte erfassen quasi, genau, so eine Alternative. Genau, also wie würdet ihr das Kapitel 8 genau beschreiben und was ist so der Gedanke darin? Ja, also in der Tat, also Sie haben das schon gut beschrieben, also es ist auch einer gewissen Weigerung entsprungen, in Form eines Masterplans eine Alternative zu skizzieren. Aber natürlich auch dem Bewusstsein, dass dass ganz viele Alternativen praktiziert werden. Und die Idee ist dann eher so zu versuchen, so eine Quintessenz oder so verbindende Merkmale aus den existierenden Alternativen heraus zu destillieren und zu begreifen, was ist das Gemeinsame, was zeichnet die aus, was sind das für Prinzipien, an denen sie sich orientieren und die konstitutiv für eine solidarische Lebensweise sein können. Wir versuchen so verschiedene Prinzipien zu identifizieren und ich hatte schon die radikale Demokratie genannt, könnte des Weiteren die Suffizienz nennen, eine Suffizienzorientierung, also eine Orientierung an dem, was für ein gutes Leben notwendig ist. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Verbindungslinien zu lateinamerikanischen Debatten über Buen Vivir. Ja. Also es geht darum, und da hängen Suffizienz und radikale Demokratie sehr eng miteinander zusammen, sich in gesellschaftlichen Prozessen darauf zu verständigen, was braucht man für ein gutes Leben und wie kann man dieses gute Leben so gestalten, dass es nicht Kosten für andere in Raum und Zeit produziert. Das wären zwei wichtige Elemente. Ein weiteres Element, Gleichheit. Ja. Gleichheit ist ein wesentliches Element von Demokratie. Man könnte sagen, Demokratie ist essentiell Gleichheit im Sinne von gleichen Chancen an der Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen mitzuwirken. Ökologische Reflexivität, ja, wäre ein wichtiges Prinzip. Ja, das beinhaltet dann eben die Frage, wie gestaltet man die Naturverhältnisse auf eine Art und Weise, dass man den Reproduktionsbedingungen von Natur und des menschlichen Körpers Rechnung trägt. Ja. Das wären so Prinzipien, die man, denke ich, aus diesen Beispielen, den vielen Beispielen, die wir in dem achten Kapitel unseres Buches aufgeführt haben, gestreift haben, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger beleuchtet haben, entnehmen kann und wie man vielleicht versuchen kann, sich auch zu systematisieren. Neben diesen Prinzipien, die man aus diesen Beispielen entnehmen kann, könnte man sagen, es gibt also das wären so Funktionsprinzipien, könnte man sagen. Dann gibt es aber auch noch so strategische Prinzipien. Also wie kommt man denn von diesen Ansätzen,
die es ja vielfach gibt, hin zu einer gesellschaftlichen Wirksamkeit. Ja, was wären Strategien? Würden wir uns sehr stark an einer Tradition orientieren, an Begriffen orientieren, die vielfach schon auch verwendet worden sind. Also Joachim Hirsch spricht von einem radikalen Reformismus, Rosa Luxemburg von revolutionärer Realpolitik, Eric Orden Wright von realen Utopien. Ja. Also da gibt es eine ganze Reihe von sehr interessanten Traditionen, begrifflichen Traditionen, auf die wir uns hier berufen. Die Gemeinsamkeit ist, dass es darum geht, eben nicht davon auszugehen, dass sich der Kapitalismus einfach so in Richtung einer solidarischen Lebensweise reformieren lässt, aber ebenso wenig davon auszugehen, dass der revolutionäre Bruch so einfach machbar ist. Und selbst wenn er machbar wäre, wie ging es dann danach weiter? Ja? Insofern radikaler Reformismus als eine Strategie, die in gewisser der Art und Weise, wie sie Reformen hier und heute formuliert, die andere Gesellschaft, das Transzendierende, das System des Kapitalismus Überschreitende bereits vorwegnimmt. Ja? Die also in der Art und Weise, wie Reformen gedacht und angegangen werden, bereits radikale, nicht ohne weiteres integrierbare Tatbestände schafft. Ja. Also dass etwa kapitalistische Eigentumsverhältnisse in bestimmten ganz konkreten Bereichen überwunden werden. Das ist vielleicht viel banaler, als es erstmal auf einer abstrakten Ebene klingt. Also wenn Menschen sich zum Beispiel für eine Rekommunalisierung der Energieversorgung einsetzen, wenn sie fordern, der Wasserprivatisierung ein Ende zu machen, Wasser als öffentliches Gut zu betrachten, wenn sie fordern, dass Städte sozial gerecht, klimagerecht gestaltet werden, indem der Autoverkehr zurückgedrängt wird. Und dann reklamieren sie damit ihre Ansprüche auf den öffentlichen Raum, auf die Kontrolle über wesentliche Infrastrukturleistungen. Sie bestehen darauf, dass diese Leistung, dass der öffentliche Raum der Dominanz eines privaten Kapitals oder auch von bestimmten nicht verallgemeinerbaren Produktions- und Konsummustern entzogen werden muss, dass er demokratisiert werden muss, dass bestimmte Infrastrukturleistungen, man kann auch dabei hinausgehen, Industrien, Wirtschaftszweige demokratisiert werden müssen. Und damit nehmen sie bereits eine andere Gesellschaftsordnung vorweg. Im Konkreten greifen sie wesentliche Prinzipien der kapitalistischen Produktionsweise, in dem Fall das Privateigentum, die private Kontrolle über wesentliche gesellschaftliche Bereiche an. Ja. Diese Reformen, diese Vorschläge, die sind ebenso konkret, wie sie radikal sind. Sie sind konkret, weil jedermann einleuchtet, dass man vielleicht mit Wasser und der Wasserversorgung nicht unbedingt Gewinn erwirtschaften soll, sondern dass das etwas ist, was, ein wesentliches Element der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge, der öffentlichen Daseinsvorsorge darstellt. Sie sind also konkret, einleuchtend. Man kann damit Menschen mobilisieren. Sie sind aber gleichzeitig radikal, weil sie eben exemplarisch bestimmte Stützen, bestimmte Prinzipien, essentielle Prinzipien, die der kapitalistischen Produktionsweise, der herrschaftsförmigen Vergesellschaftung, mit der wir konfrontiert sind, kritisieren und zu überwinden versuchen. Ja. Und ich finde ja auch radikal in diesem Begriff, weil viele Menschen stört der Begriff, der Verfassungsschutz beobachtet radikale Gruppierungen. Also man merkt schon, radikal ist in diesem liberalen Konsens, in dieser breiten gesellschaftlichen Mitte ein negativer Begriff. Und sie verwenden ihn aber jetzt positiv. Also radikal meint zu den Wurzeln zurückgehend, also die Ursachen, die zentralen Ursachen der Krisen, der multiplen Krisen tatsächlich auch zu bearbeiten und nicht nur die Symptome quasi, Arbeitslosigkeit, bla bla bla, Klimawandel etc. Also nicht nur die Symptome zu bekämpfen, sondern tatsächlich zu den Ursachen zurückzugehen. Und genau das, deswegen finde ich, ist es wichtig, auch diesen Begriff ein bisschen zu explizieren, denn ja, es ist leider sehr negativ konnotiert. Genau. Denke, wir haben alle Fragen gut beantwortet. Ich möchte Sie nur kurz bitten, vielleicht ein, zwei Sätze zu dem neu erschienenen Sammelband zu sagen, so als eine Art quasi mündliche Rezension. Sie haben ja zusammen mit Ulrich Brandt das Vorwort geschrieben und darin skizzieren Sie auch eben die imperiale Lebensweise. Es kann auch verstanden werden als ein neues Forschungsprogramm. Und darin in diesem neuen Sammelband, das Leo Gabriel und ich im Mandelbaum Verlag publiziert haben, sind
sechs Beiträge enthalten. Der eine Beitrag, also drei konzeptionell theoretische Beiträge, die die imperiale Lebensweise auf der theoretisch-konzeptionellen Dimension ein bisschen erweitern wollen. Oder genau, das eine ist eine queer-feministische Perspektive von Uta Isop. Der zweite Beitrag von Valentin Fröhlich, vom Soziologen Valentin Fröhlich und Dominik Harrer, das sind eine fukuyanische Erweiterung der imperialen Lebensweise quasi. Genau, Katharina Klapek geht auf eine posthumane Theorie ein und erweitert somit den Blick der imperialen Lebensweise um künstliche Intelligenz. Genau, und dann kommen die drei eher empirischen Beiträge. Florian Bimminger, Claudia Exenberger, Matthias Borlio und Leo Gabriel haben die Gewerkschaften, haben Interviews, qualitative Interviews geführt mit Gewerkschaftsvertreterinnen und Arbeitsvertreterinnen, die eben die imperiale Lebensweise, die gewerkschaftlichen Strategien beforschen zur Arbeitszeit hauptsächlich. Genau. Und dann gab es einen Beitrag über die Kreislaufwirtschaft, und zwar spezifischer im Bereich der Abfallwirtschaft und wie das zum Beispiel imperiales Leben ein bisschen, zumindest die Symptome ein bisschen bekämpfen kann. Und der letzte Beitrag geht auf Degrowth ein als mögliche Überwindungsstrategie. Genau, also mit diesen sechs Beiträgen wollten wir quasi ein bisschen das Forschungsprogramm eröffnen, die Diskussion quasi mitten auch in die Diskussion reinstarten und genau die vielen verschiedenen Aspekte von Hegemonie, Externalisierung, Subjektivierung und so weiter und auch diese ganzen, auch das, was wir im ganzen Interview auch beschrieben haben, die ganzen Normalisierungsprozesse, die ganzen, genau, die wollten wir ein bisschen eigentlich denormalisieren. Also genau, das war so auch ein bisschen unser Ziel in diesem Sammelband, genau. Ja, ich kann da gar nicht viel mehr hinzufügen. Ich kann nur sagen, dass ich mich auf die intensive Lektüre freue. Ja. Also ich habe vor allen Dingen Interesse nochmal zu sehen, wie das Ganze auch theoretisch weiterentwickelt wird, ja. Und empirisch. Ja. Also ich nenne nur mal nochmal das Beispiel der Gewerkschaften. Ja. Das ist für mich auch ein sehr wichtiges Anliegen, weil wir gerade ein neues Projekt zu dem Thema planen. Also jetzt in Berlin an der HWR, die würden in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, arbeiten wir ohnehin schon viel mit Gewerkschaften. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage. Und ich bin sehr froh, dass ihr das ins Buch aufgegriffen habt. Gewerkschaftliche Strategien zur Arbeitszeit, vielleicht auch darüber hinausgehend noch. Wie kann man die Arbeiterklasse eben auch, wie kann man Beschäftigte zu Akteuren einer Überwindung der imperialen Lebensweise machen, zu Akteuren einer Überwindung von sozial-ökologischen destruktiven Aspekten von Produktion, zu Akteuren einer alternativen Produktion. Das ist, glaube ich, eine ganz enorm wichtige Frage, die noch viel zu wenig erforscht worden ist und an der ich auch ganz gerne weiterarbeiten möchte. Ich bin auch nochmal gespannt, mich näher mit den Alternativen zu beschäftigen, weil das etwas ist, wozu ich gerade auch mit Uli Brandt an einem längeren Text, vielleicht an einem neuen Buch arbeite. Und dazu wird sich in dem Buch, dazu findet sich in dem Buch ja auch ein. Zudem gibt es die eben theoretischen Erweiterungen. Das ist irgendwas, was mich sehr freut, einfach, dass der Begriff aufgegriffen wird, dass damit gearbeitet wird und dass eben ja sowohl versucht wird, empirisch anzuwenden und empirisch umzusetzen, als auch eben theoretisch zu erweitern. Das heißt, mit anderen theoretischen Traditionen, die wir vielleicht gar nicht in den Blick genommen haben, nochmal stärker in Verbindung zu bringen. Also etwa posthumane Erweiterungen, die queere Erweiterung. Das ist etwas, was wir definitiv nicht im Buch gemacht haben. Aber das habt ihr in diesem Buch gemacht. Das haben zwei Autoren im Buch gemacht. Foucault ist natürlich schon bei uns auch mit drin, aber eher implizit oder streitend sich intensiver oder systematischer. Und insofern freue ich mich auf die theoretischen Erweiterungen. Das wären so die drei Aspekte, die ich gerne hervorheben möchte. Also die theoretische Erweiterung des Buches, die ich sehr spannend finde. Zweitens eben die Arbeit an ganz zentralen empirischen Fragen. Und drittens eben die Arbeit an Alternativen und vielleicht auch ein Weiterdenken dessen, was wir im achten Kapitel unseres Buchs imperiale Lebensweise, also als solidarische Lebensweise angedacht.
Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese sehr netten Worte und auch für die kleine Buchbesprechung. Ja, ich danke Ihnen auch sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Ich habe von Ihren Beiträgen sehr viel gelernt. Auch das Buch Imperiale Lebensweise ist sehr zentral in meiner Forschungstätigkeit, auch in meiner Lehrtätigkeit an den verschiedenen, zum Beispiel Pädagogische Hochschule oder Volkshochschule in Wien. Also ich arbeite auch sehr viel mit eurem Buch und ja, ich danke Ihnen, ich danke Ihnen sehr herzlich für die Zeit und für das Buch und ja, für die netten Beiträge und ja, ich freue mich auch von Ihnen wieder Neues zu lesen. Danke vielmals. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank für das sehr angenehme und sehr anregende Gespräch und vielen Dank natürlich auch, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, so ein schönes Buch zu produzieren. Super, danke.